Heute ist mir etwas sehr Schmerzvolles passiert. Ich war bei einem Seminar und danach haben vier ganz wunderbare Menschen mein heutiges Gedicht Empfindung vor meiner laufenden Kamera vorgelesen. Danach zu Hause beim Bearbeiten dieses Videos habe ich dieses Video tatsächlich gelöscht, endgültig gelöscht, aus Versehen. Etwas, was mir noch nie passiert ist. Der Schmerz, den ich in diesem Augenblick empfinde, den kann ich gar nicht beschreiben. Denn der Moment heute Nachmittag war wirklich, wirklich sehr schön. Wirklich sehr schön. Mit Reza, Dudu, Misha und Philipp. Dennoch muss ich das Video zu meinem heutigen Gedicht irgendwie noch aufnehmen. Heute noch vor Mitternacht. Und das werde ich jetzt machen. Empfindung. Sehen ist das Hören der Augen. Hören, das Sehen der Ohren. Mein Herz wird Dinge aufsaugen, die einst meine Gedanken verloren. Wie die bunten Ideen eines Träumes, so verschieden die Menschen sind. Sind wir die Kinder des Sommers oder ist der Sommer unser Kind? Jenseits jedoch des Sinnenfensters höre ich hinter den Masken die sorgenden Augen des Winters, deren Finger nach mir tasten. Meine Art ist meine Art zu leben, zu vergeben und mich zu benehmen. Wollen wir uns gegenseitig wirklich erleben, müssen wir mit der Empfindung wahrnehmen. Ja, das war das Gedicht. Heute habe ich etwas sehr, sehr Wertvolles verloren. Die Aufzeichnung eines sehr schönen Momentes. Und jedoch bleibt es in meinem Herzen und in meiner Empfindung ab jetzt ewig eingebrannt. Somit ist irgendwie alles doch im Einklang, komischerweise, mit meinem heutigen Gedicht. Hallo, ich bin's, der Che wieder. Und heute ist der 28. Juni 2019 und Tag 179 im Jahr der deutschen Dichtung. Tschüss und bis morgen.